Schnauze. Immer noch Schnauze. Was ist das Lagerhaus? Ein bisschen Gas hier. Ich wusste jetzt nicht, was das darstellen sollte. Und plötzlich greifen die mich jetzt an. Na? Okay, aber er ist noch nicht tot. Kopfgeld. Bin ich jetzt ein Pirat oder was? Ich glaube, ich sollte erstmal den Turm besichtigen, würde ich sagen. Steine! Nein! Schaffe ich doch nicht. Hör auf zu stöhnen, verdammt nochmal! Dann synchronen wir mal, bitte. Hoffentlich finde ich jetzt das Lagerhaus dadurch ein bisschen besser. So, hier war doch irgendwo ein Lagerhaus. Jagdherausforderung. Wikinger-Schwert, was ist das denn für eines? Kenn ich ja noch gar nicht. Zack. Und Schnauze hier. So einfach ist das. Wie siehst du denn aus? Lass den mal gefesselt. Ja, was auch immer. Sechs neue Crewmitglieder müssen einfach mal eingebracht, yo. Ich sehe nicht viel von einem Lagerhaus. Fünf Metall. So, da hinten gammelt ein Wikinger-Schwert rum. Keine Ahnung, was das sein soll, deswegen gucken wir jetzt mal. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Kampagne jetzt ein bisschen vorwärts bringen und mich danach halt so mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen, aber ein Wikinger-Schwert will ich dann doch jetzt wissen, was es ist. Perfekt. Drehen Sie sich um. Ja. Er sich umdreht. Oder Nacht. Kriegt den Buckel voll gemacht. In einem ausweichen. Ich will ja auch nur zu diesem Wikinger-Schwert. So ein neues Sammel-Item oder sowas. Wo es 50.000 Stück gibt auf dieser Welt. Da habe ich noch eins. Okay. Bam. Fünf Steiger töten. Habe ich doch schon. Boah, weiß Abstergo, was für Herausforderungen sie rausklatschen müssen, wenn sie doch gerade erst dabei sind, das Spiel zu entwickeln. Na, dann kann man das einmal erklären.
Das wirst du mal lassen, Digga. So. Ich konnte keinen als menschlichen Schutzschild nehmen, oder was? So, erstmal hier schön. Ihr Schweine habt Freunde von mir getötet. Ausweichen und schnetzeln. Das ist sowas, sehe ich gar nicht gerne, weißt du? Leute, alle tot. So, da wir jetzt endlich herausfinden, was das fucking Lichtschwert, wollte ich gerade sagen, Wikinger-Schwert ist. Oh, ist noch ein Battle am Laufen. Natürlich, ich stehe direkt vor ihm. So, mein Freund. Fand ich mal nicht so cool gerade, ne? Ich bedanke mich. Gern geholfen. Ich würde sie nicht am Leben lassen. Du bist der einzige Überlebende. Gut, dass ich dich mal umgebracht habe. Was? Du hast meine Schwester in New York gefickt? So was sagt man nicht. Graben wir mal. Das passt. Und wie? Sie haben ein Stück des Wikinger-Schwert gefunden. Sammeln Sie alle Splitter, um den Fund verschiedener. Ja. Wikinger-Rüstung, okay, ja. Warum auch nicht? Brauche ich dich! Aber okay. Aua. Kicken, dass ich morgen meinen Computer komplett neu, meinen neuen Computer komplett fertig kriege. Könnte ich morgen nämlich schon die neuen Videos schneiden. Gucken, wie lange das Rendern dauert. Schnauze. So, noch irgendwie auf dem Weg. Vor allem habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, die Blauen zu töten. Ich meine, ich hasse Blau. Das ist auf jeden Fall schon berechtigt, aber... Na, kannst du jetzt nicht entscheiden, ob du auf oder im Wasser laufen sollst. Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich immer am Strand bin, dann bin ich auch immer so komisch. Ah, laufe ich jetzt auf oder im Wasser? Na, ich weiß jetzt nicht. Ist auch mal ganz schwierig für mich zu entscheiden.
Lächerlich, ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. So, und ich möchte gern abfahren. So ein Zufall, das hat genau die Stimme als der Sänger, den ich schon vorher mal hatte. Aber jetzt ein bisschen nochmal die Kampagne vorantreiben, die letzten 20 Minuten. Okay. So, was mache ich denn danach? Ich glaube, dann werde ich nochmal Happy Feet 2 gucken. Ich habe letztens Happy Feet 1 nochmal geguckt. Ich finde den Film einfach toll. Ein runterholen, ein runterholen! Ja. Yep. Kann ich bestätigen. Hi, Umstände. Kerngesund, nicht wahr? Yep. Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormick. Danke, Colonel Monroe. Master Gist, konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Vorfluss abwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nah ein Fort errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Schließt ihr euch an, Master Cormack? Ei. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Das klingt hervorragend.